So, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Begriff der Idempotenz. Eine Idempotenz ist ein Begriff aus der Mathematik oder der Informatik und beschreibt zum Beispiel ein Stück Programmcode, das, wenn es mehrfach hintereinander ausgeführt wird, das gleiche Ergebnis erzeugt. Idempotenz ist also immer eine Sache, zum Beispiel ein Stück Programmcode. Zum Beispiel in der Mengenlehre eine Menge, die, wenn man sie berechnet oder wenn man den Code hintereinander ausführt, zum gleichen Ergebnis führt. Dies ist dann idempotent. Wenn wir das mal auf die Mengenlehre beschränken, müssen wir uns erstmal eine Menge überlegen. Wir haben also eine Menge A, die drei natürliche Zahlen enthält. 1, 2 und 3. Die Behauptung ist, idempotent wird eine Rechenoperation, wenn sie das gleiche Ergebnis hat. Also zum Beispiel bei der Vereinigung von a und a würde wiederum die Menge a als Ergebnis rauskommen. Wir schreiben das mal auf. Die Menge a vereinigt mit der Menge a ergibt wiederum die Menge a. Wenn wir uns jetzt mal die Mengen angucken, dann würde das ausgeschrieben folgendermaßen aussehen. A, also 1, 2 und 3, vereinigt mit der zweiten a-Menge, also der identischen Menge 1, 2 und 3, ergibt wiederum die Menge a, 1, 2 und 3. Das ist die Behauptung, die wir auch hier mit einfachen Mitteln beweisen können. Wir haben also die 1 vereinigt durch beide Mengen, wird übernommen zur 1. Wir haben die 2, wird wieder übernommen und die 3 wird auch wieder übernommen. Somit wäre für dieser Fall der Beweis für die Idempotenz erbracht.